Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saw 2 und dem Beagle. Hallo Patrick. When you were a small child, your father used to cut you with knives as a sadistic gesture of intimacy. Rather than break the cycle of violence, you've escalated to carving up strangers who do no more than greet you. Schön, dass ich einen Speicherpunkt hatte. Er hat gespeichert. Wenn ich den jetzt nochmal machen muss, dann ist die Folge für heute vorbei. Dann seht ihr das hier einfach nicht. Warum muss ich jetzt Six Axes und eben Scheiße benutzen? Oh, wenn es nicht so scheiße wäre, Leute. Wenn es nicht so scheiße wäre, ey. Jetzt macht die scheiß Taschenlampe an. Man sieht nichts. Tür zu, Tür zu. Ich muss nicht im Ernst jetzt hier rumlaufen, oder? Ey, du kannst es so gerade halten, wie du willst. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Ich hoffe, ich muss das nicht zurückgehen. Ich bete, dass ich es nicht zurückgehen muss, ey. Nee, nicht runterspringen. Tappy tap, nicht runterspringen. Ach, das nützt mir nichts. Positive ID on the fingerprints came back as Dr. Lawrence Gordon. He's an oncologist, a cancer surgeon. He was in the system. Because of some trouble he had when he was 19. Apparently he had a breakdown. Had to be institutionalized for 6 months. His medical file is chilling. White male, mid to late 30s, obsession with human biology. Checks all the boxes for a typical serial killer profile. We got his work address. I'm waiting on Singh to get back from forensics, and we're gonna pick him up for questioning. Okay, ich habe ein Tonband übersehen. Schade. Tap! Detective Tap! Sie sind nicht Detective Tap, sie sind Tap Junior. Ich könnte nochmal so eine Hypo gebrauchen, ehrlich. Ehrlich, könnte ich. Ah. Ah. Oh, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich
Was ist eigentlich mein Ziel? Mein Ziel ist doch... Okay. Das ist nicht schön. Ich werde übrigens nicht dahin. Ich muss da hinten hingehen. Nein, er hat es nicht angenommen. Er hat es nicht angenommen. Von wo? Von wo? Von wo? Alles nochmal? Wetten, ich muss alles nochmal balancieren. Wetten? Ja, ich muss alles noch mal balancieren. Was? Doch nicht. Nein, wie schön. Habe ich falsch gedrückt? Habe ich jetzt wirklich falsch gedrückt? Ich habe die Taste von davor gedrückt. Bosa. Bosa. Die Welt ist schön, die Welt ist schön. Die Welt ist eigentlich wunderschön. Leute, wenn er mir die Quicktime-Events halt einfach nur... Er hat's mir nicht genommen! Mehr als draufdrücken kann ich nicht. Hier muss ich aber auch schon zigmal auf X drücken, damit was passiert. Manchmal nimmt er mir die Quicktimes fließend an und wie da jetzt nimmt er mir sie gar nicht an. Ich muss, wenn ich hier mal durch bin, einmal alte Reviews lesen, ob das ein generelles Problem wirklich ist. Oder ob ich meinen Controller, der eigentlich nicht... Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich weiß da nicht, was ich da machen soll. Gerade nimmt er einfach nicht. Richtig. Ich habe da wirklich keine Ahnung, was das Problem ist. Ich weiß es schlicht nicht. Ich wünschte, ich wüsste es, Leute. Ich wünschte es. Ah, hat's nicht genommen. Es war diesmal nicht die falsche Taste. Es war es nicht. Es sind besonders bei diesen Passagen, wo er mir die Quicktime-Events interessanterweise nicht nimmt. Und ich verstehe nicht, warum. Manchmal passiert es mir auch bei diesen Schießsachen. Deswegen war ich letztes Mal ja auch so erstaunt, als wir da diese Schrotflinte an der Tür hatten, dass er mir den Quicktime-Event sofort genommen hat. Ich habe falsch gedrückt. Jetzt habe ich falsch gedrückt. Jetzt habe ich Kreis gedrückt. Aber ist doch geil, so eine ganze Folge lang einfach zu sehen, wie ich da verrecke. Ist doch gut. Gib mir direkt einfach 20 neue Abonnenten. Beagle leiden sehen. Neuestes Motto, Beagle leiden sehen. Damit holt man sich die Leute. Und Porn, aber Porn mache ich nicht. Werde ich ja nie machen. Das habe ich nicht gesagt, Leute. Nein, ich habe nichts von Porn gesagt. Keine Sorge. Ich muss euch doch irgendwie beschäftigen, wenn das schon hier nicht funktioniert. Wunder geschehen. Immer wieder. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Nein, ohne Scheiß, warum habe ich das jetzt gemacht? Damit ich jetzt in der Falle bin? Ach nein, hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür! Ich habe die nicht gesehen, weil es so dunkel war!
Cecile Journal, Eintrag 1. Wenn du das liest, dann bist du ein Bulle oder ich schulde dir Geld. Und was auch immer. Oder was auch immer. Du bist hier und ich bin wahrscheinlich tot. Mann, ich hab Schiss. Wir haben ordentlich Mist gebaut. Richtig Mist. Du musst diese Schlampe aufhalten. Sie hat mich umgebracht. Hast du das verstanden? Fuck. Ja, fuck. Fuck trifft's bei dem Spiel auch echt gut. Will ja nur gesagt haben, ne? Was zum... I. Was? I. I. Leute, I. 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 Was habe ich für eine Schwarzlichtlampe? Oh. I. I. I, Leute. I. Einfach nur I. What? Warte mal. Säge, ich kann das. Das letzte soll es, glaube ich, eine Axt sein, kann das. Also diese Rätsel würden ja funktionieren, wenn das funktionieren würde. Das soll, glaube ich, ein Beil sein. Ich glaube, dass das ein Beil ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Warte mal. Beil. Beil, Schlinge, Säge. Aber dann wohl in der Reihenfolge, wie ich es hier sehe, Beil, Schlinge, Säge. Okay. Ey, Leute, fuck. Das ist ja widerlich. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas muss ich hier ja machen können. Ein Beil. Okay. Das sagt mir jetzt was. Ich stelle mich da drauf und hab dann die Lösung. Ich meine, irgendwas muss mir das doch sagen, wenn ich hier draufstehe. Irgendeine Zahl oder so. Warte mal, da steht eine Zahl. 5. Warte mal, was? 5. Das schreibe ich mir auf. 5. Was war das? Beil? Schlinge, Säge. Schlinge. Ist hier die Zahl 1? Der Typ mit der Säge war irgendwo hier. Die Säge 8. Die Frage ist jetzt nur. Wie komme ich zurück? Frage finde ich viel interessanter. Wie komme ich zurück? Ich meine, es muss für mich... am Rand. Okay. Also. Entweder ist es 1, 5, 8, 1, 5 oder 5, 1, 8. Nein, dann ist es genau andersrum. Ich mir dachte, spiegelverkehrt hat sie im Spiegel gesehen. Jetzt noch das Schalträtsel hier. Ich mag das nicht.
Die müsste da unten schon längst tot sein, oder sehe ich das jetzt hier falsch? Treppenhaus. Ist hier was für mich? Warte mal. Achso, aber das muss ich jetzt überprüfen. Ihr könnt ja auch gar nichts sein. Na gut. Und dann war ich wohl schon mal in diesem Treppenhaus und wusste es einfach nur nicht. Dann holen wir mal den, bitte nicht fallen, Dude. Ach, komm, leck mich. Was? Was? Bin ich falsch gegangen? Was? Warte, was? Was? Ach so, da steht der. Ist okay. Ist okay. Verstanden. Was Jigsaw für einen Aufwand betreibt, nur damit er mich nerven kann und mich abpacken kann. Ey, Wahnsinn. Gleich muss ich bestimmt wieder ganz kräftig X drücken. Wenn er mir X annimmt, das ist so die Voraussetzung. Er speichert hier, aber das ist gut, dass er mir hier speichert, weil... Ja, krass. Jetzt kann ich den alleine runterschicken oder kann ich da auch mit rein? Ich darf da auch mit rein, okay. Aber könnt ihr mir da so ein bisschen, also jetzt mal unabhängig von der Steuerung, ungeklärt. Aber findet ihr nicht auch, dass die Erklärung der Opfer mittlerweile echt ein bisschen dürftig ist? Man wird einfach reingeschickt. Und kriegt die Opfer dann dahingeschmissen und dann sagt man, die rette die mal kurz. Die meisten, mit denen haben wir gar keinen Bezug. Und der Bezug wird einfach damit rechtfertigt, ja, Detective Tapp hat da mal irgendwann was mitgemacht. Und deswegen... Wie denn? Ah, okay. Halt die Schnauze da drin! Danke, Tab. Danke, dass dein Ton zu mir passte. Wie Detective Tab mir... Ach, Detective Tab, wie Tab... Sag mal, du scheiß Bitch! Nee. Ja, man sieht's, am 30. habe ich's versucht. Habt ihr das gehört? Der hat fuck you gesagt. Ich lass dich da drunter saufen, du Dreckskuh. Und dann bist du einfach Hühnchen. Gebratzeltes Hühnchen bist du dann. Diese Bitch. Echt mal. Undankbare Dreckskuh. Also, wo sind wir denn hier gelandet? Will ich jetzt nach oben oder nach unten? Nee, warte, wie gehe ich denn nach oben? Ich gehe mal nach oben. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir möchte. Vermutlich muss ich eh in beide Richtungen. Aber man kann ja mal gucken, was oben ist. Ist ganz schön weit oben. Oh, okay. Eine Gesundheitshypo wäre ja ziemlich geil. We have to eliminate him, you understand? He knows too much. But all he's done is help us. Why would we shut up and listen, idiot? Those files his dad put together couldn't put
prison, all right? And you know what they do to cops in prison. All right, whatever you say, boss. I'll find the kid. Uh-huh. Aha. Also geht es nicht nur um Jigsaw. Es geht auch um viel mehr. Okay, Lieben. Hier wird ein Cut reingemacht. Wie gesagt, 20 Minuten Parts erstmal. Wobei der Part war in Ordnung, bis auf das paar Mal Sterben beim Jumpen. Der letzte Part ist nur so lang geworden, weil ich diesen elendigen Bastard mit seiner Scheiße da gegen die Wand laufen tot haben wollte. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn die Folgen sich so halten wie jetzt, und ich jetzt nicht gerade von der Seite angeschrien werde, dass ich mich fucken soll und sie aber trotzdem retten soll, ist okay, damit könnte ich sogar leben. Wie gesagt, die Story ist es wert, es durchzuhalten. Gebe ich ganz offen zu. Wenn es nicht die Story wäre, also in Folklore hat die Story zum Beispiel mich ja auch sehr weit gebracht. Und Folklore ist leider auch so ein leidliches Thema. Ich würde Folklore so gerne durchspielen, aber diese Steuerung, ich habe das Gefühl, dass es bei einigen PlayStation 3 Spielen so manchmal der Fall ist. Ich schaffe den einen Kampf in Folklore nicht. Ich habe das Spiel nicht vergessen. Es steht sogar hier noch präsentativ neben der PlayStation 3 rum. Aber ich habe schon 2 Stunden in diesen Kampf gesteckt und war, da auch da God of War rauskam, also Ragnarök im November, nicht mehr bereit, das weiterzuspielen. Und danach ist es bei mir nicht ruhiger geworden. Ich hatte andere Projekte, Callisto-Protokoll kam ja unter anderem noch mit dazu. Ich habe andere Spiele ausgepackt, die ich gerne eben gemacht haben wollte. Resident Evil zum Beispiel. Ich habe unglaublich viel Spaß mit Resident Evil gehabt. Das hat mich Folklore vollkommen vergessen lassen. Saw 1, da hatte ich ja auch so weit mehr Spaß dran, auch wenn das Ende wirklich hart war, wo ich alles quasi nochmal reingeworfen bekommen habe. Aber es ist dann immer so schade, weil es um die Story so schade ist. Denn die würde ich ja immer so gerne zu Ende sehen. Hier auch. Okay. Und wie es mit der Story weitergeht, erfahren wir nächste Folge. Wir sehen uns wieder, ihr Lieben. Haut rein!